Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vlog. Kalte Füße. Wer hätte es gedacht? Hätte man nicht gedacht nach dem Titel, oder? Das sind meine letzten Stunden hier in Germany. Doch ich bin leider wirklich ein bisschen traurig. An dieser Stelle danke ich allen meinen treuen Freunden und so weiter. Und meiner Familie natürlich. Alles ausgeräumt. Ich kann es euch mal zeigen. Alles leer. Naja, ich glaube, so aufgeräumt war es hier noch nie. Ich werde mega befordert sein mit diesen Packages und den Förderbändern und den Piepsgeräten, die dann meinen Gürtel signalisieren und so. Jetzt kommt gerade noch dieser Typ hier, so ein Korntal, ja, der hat immer so eine Glocke und immer so und dann sagt er, frische Kartoffeln. Frische Tomaten. Und macht dann so Werbung wie auf dem Markt. Hört ihr das? Also nicht die Glocke, es ist jetzt 10 Uhr, aber die Glocke, also die Kirchenglocke, klar, aber diese. Schau mal, dass es in Tartu genauso cool wird wie hier. Dort wird es ein Studentenwohnheim sein, aber das werden wir ja dann sehen. Lieber Alex. Ich wünsche dir von Herzen einen guten Flug. Fall nicht vom Himmel. Na dann. Hört ihr den Glockenmann? Hört ihn! Ganz gut in Italien angekommen. Hier ist jetzt überall sehr mittelalterlich. Sieht man vielleicht im Hintergrund. Wunderschön fit bleiben und Estnisch lernen. Terre homipust. Das heißt guten Morgen auf Estnisch. Morgen. Ich habe echt schlecht geschlafen. Alle haben geschnarcht. Hier läuft jetzt die ganze Zeit so ein Touri-Guide rum, der ist total witzig. Und der lädt die Leute ein zu einer Free-Tour. Ich würde voll gerne kommen, aber mein Bus fährt dann nach Tartu. Deswegen mal schauen. Ist auch gar nicht komisch, hier mit dem Handy rumzustehen, weil einfach jeder Touri hier steht mit seinem Handy und die neue Insta-Story macht teilweise. Es sind hier Fotoshootings am Laufen. Das Fotoshooting im Hintergrund. Den Stadtführer, der die Stadtführung für kostenlos anbietet. Das ist echt ein cooler Dude. Angekommen, also in Tartu. Ein wunderbares Zimmer, sieht noch gar nicht so wunderbar aus. An der Wand hängen nur so zwei mega krasse Bilder. Ja, Feuermelder ist auch drin. Wenn es brennt, geht es mir gut. Es ist auch nur der zweite Stock. Also springen wir drin, würde ich sagen. Vielleicht finde ich auch noch ein Hobby. Macht's gut. Träumt was Schönes. Wir sehen uns.